am Anfang, wenn man sich neu kennenlernt, sich frisch verliebt hat, dann ist die Sexualität bei fast allen Paaren ganz wichtig. Man hat ganz viel Nähe, gibt viel Sexualität, viele Kontakte, viel Begehren, viel Erotik. Es gibt ja viel zu entdecken, viel Fremdes am anderen. So nach anderthalb, zwei Jahren lässt dieses erste Verliebtsein, dieser Ausnahmezustand, das lässt nach. Wenn man viel Sex miteinander hatte, stellt sich oft auch eine Routine ein. Dann gibt es oft so eine Choreografie, die ganz ähnlich immer abläuft. Man ist sich sehr nahe gekommen, teilt meistens auch den Alltag miteinander, geht gleichzeitig abends die Zähne putzen. Es gibt irgendwie überhaupt gar keine Fremdheit mehr. Und dann ist es, glaube ich, wichtig, dass man guckt, wie komme ich wieder in Distanz? Wie kann ich den anderen nochmal neu sehen? Wie unterscheide ich mich auch vom anderen? Das kann manchmal auch auf Kosten von Harmonie gehen. Harmonie und Begehren sind ein bisschen Gegenspieler. Es ist gut, wenn es manchmal auch Reibungspunkte gibt und wenn man da ein bisschen in Distanz gehen kann und nicht immer nur das sagt oder das tut, von dem man schon weiß, dass der andere es gut finden wird. Und das bedeutet, dem anderen Partner auch meine Seiten zu zeigen, von dem ich vermutlich weiß, dass sie ihm auch noch fremd sind. Also sich nicht in dieser Komfortzone immer aufzuhalten, wenn die Beziehung gut läuft und alles ist okay, sondern eher auch mal rauszugehen, Dinge zu sagen, von denen ich genau weiß, das gibt jetzt vielleicht Krach.